Hopkins, die Christine vom ASCII Tirol. Und ich möchte heute speziell für die Senioren von den Projekten SIDA, gesund im Alter und BEA, betreut aktiv, eine Sesselgymnastik machen. Ja, wie der Name schon sagt, braucht sie einfach einen Stuhl, einen Sessel. Am besten nennt sie einen, der Calling hat. Da haben sie mehr Bewegungsfreiheit. Also schnappt euch einen Sessel, setzt euch bequem, aufrecht hin. Das macht man am besten, wenn man eher die vordere Stuhlkante benutzt vom Sessel. Aufrechte Haltung, Kopf ist Verlängerung der Wirbelsäule und die Füße sind fest im Boden verankert. Wir beginnen mit dem Aufwärmen, mobilisieren, dass wir ein bisschen warm werden. Und da starten wir gleich mit unserem Kopf, mit unserer Halswirbelsäule. Wichtig ist dabei, macht die Bewegung langsam, schaut einfach, wie weit ihr geht, bitte keine Schmerzen, einfach jeder für sich. Schauen, dass es euch gut geht an der Übung. Gut, dann beginnen wir mit dem Kopf. Wir bewegen langsam zur Seite, zur rechten Schulter und gehen wieder langsam zur Mitte. Könnt ihr intermittent kurz nicken und dann bewegen wir den Kopf zur linken Seite. Nicken, zur Mitte und wieder zur anderen Schulter. Genau, wenn ihr beim Kopf seid, immer beachten, nur vorne bleiben, keine Überstreckung der Halswirbelsäule, das macht es gar nicht. Genau, und dann kehren wir wieder zur Mitte zurück. Jetzt machen wir gleich mit unseren Schultern weiter. Wir gehen einmal mit der rechten Schulter nach oben, ziehen sie zu den Ohren, ausatmen, wieder fallen lassen. Abwechselnd die linke Schulter nach oben ziehen. Und dann könnt ihr gleich beide Schultern nach oben ziehen. Und wenn wir sie fallen lassen, atmen sie laut aus. Gut, dann gehen wir gleich weiter zu der Brustwirbelsäule. Wir verschränken unsere Arme vor unserem Oberkörper und wir rotieren mit dem Oberkörper nach rechts, nach links und den Kopf nehmen wir mit. Wir gehen zügig, aber auch zu schnell. Wichtig dabei, dass ihr wirklich die Hüftknochen nicht mitbewegt. Deshalb zu Scheinwerfer, die schauen nach vorne und die bleiben stabil. Gut, dann gehen wir weiter zu unserer Lendenwirbelsäule. Wir kippen unser Becken. Ihr könnt es ein bisschen besser kontrollieren, wenn ihr eure Hände zu den Hüftknochen geht. Und am besten zeige ich es zur Seite. Das sieht man ganz gut. Wenn wir das Becken kippen und unsere Hände bei den Hüftknochen haben, sieht man ganz gut, wenn es nach vorne und nach hinten geht. Ganz ungefähr 15 Wiederholungen machen von jeder Übung. Genau. Dann, wenn wir auf dem Stuhl hocken, könnt ihr auch nochmal euer Becken kreisen. Dazu gehen wir mit einer Bewegung, Kreisbewegung, einmal mehr auf die rechte Pobacke, dann mehr auf die linke Pobacke. Jetzt ist der Stuhl, der Wie. Und dann Seitenwechsel. Schwingen wieder unsere Beine. Wir geben unser Bein nach oben. Rechtes Bein, Knie nach oben heben. Jetzt strecken wir das Bein aus. Knie wieder heben und wieder absetzen. Knie heben, ausstrecken und wieder absetzen. Wir können es auch schwingen, etwas schneller und dann zwischendurch gerne, wenn es zu anstrengend ist, zwischendurch Bein absetzen. So machen, oder ihr lasst es. Es ist ein bisschen schwieriger,
muss der Oberschenkel vielleicht ein bisschen mitarbeiten, das Bein gleich oben. Dann wechseln wir. Arm auf die linke Seite, Knie heben, strecken, Knie heben, wieder absetzen. Flüssige Bewegung, wer will, Bein wieder strecken. Und Atmen nicht vergessen, das ist ein Wort vom Aufwärmen, trotzdem wichtig. Genau, super. Dann schwingen wir noch vielleicht unseren Fuß, wenn wir schon jedes Körperteil aufwärmen, auch unser Sprunggelenk. Wirklich langsam in beide Richtungen. Dazu einfach das Knie heben und das Knie bleibt stabil. Wir bleiben wirklich nur unten beim Fuß. Und dann den Fuß wieder absetzen. Linkes Bein, Knie heben. In beide Richtungen. Darf ruhig ein bisschen knacksen. Und wieder absetzen. Gut, wir können jetzt noch ein bisschen, wenn ihr coole Musik habt oder im Hintergrund Radio läuft mit der Musik, die euch gefällt, marschieren wir jetzt nochmal im Sitzen. Genau, einfach ein bisschen Bewegung in die Muskulatur. Ihr könnt es wirklich die Knie weiter nach oben heben, langsamer werden und dann werden wir wieder kleiner von den Schritten, vielleicht immer ein bisschen die Grätsche. Intakt, ich habe jetzt gewonnen, macht es mehr Spaß und dann gehen wir wieder mit den Beinen zusammen. Macht es vielleicht ein Lied. Könnt ihr da sehr kreativ sein, könnt ihr mal mit der Ferse auf den Boden tippen oder in die Zehenspitze im Wechsel mit der Ferse. Genau. Jawohl, damit wir mal fertig mit dem Aufwärmen und wir gehen. Ja, jetzt haben wir das Kreislaufsystem auch gleich mit aufgenommen mit unseren Schritten. Und jetzt gehen wir gleich zum Hauptteil. Wir haben sicher alle ein Terrarium zu Hause. Zumindest weiß ich das von meinen Bewohnerinnen und Bewohnern, dass sie eventuell ein Terrarium zu Hause haben. In unterschiedlichen Farben. Und zwar nehme ich heute ein etwas mittelstarkes Terrarium. Es gibt verschiedene Farben bei Terrarium. Das leichteste ist das Gelbe. Schwerer wird es dann mit Grün und mit Blau, das Rot ist so mittelstark. Wenn es das Theraband wirklich immer so, das haben wir eh schon in verschiedenen Bewegungseinheiten besprochen, was wichtig ist beim Theraband, das Theraband soll nie durchhängen, immer auf Spannung halten. Kontrolliert euch bitte ein bisschen selber beim Theraband, ist wichtig, dass wir Unterarmverlängerung zum Handgelenk haben, dass wir es nicht überstrecken. Das ist nicht sehr gut für unser Handgelenk. Also einfach das selber ein bisschen kontrollieren bei den Übungen. Ja, ansonsten sage ich die Übungen ganz gut an. Wir bleiben halt eher im Bereich Oberkörper von den Übungen, im Sitzen, wie schon gesagt, und beginnen, tun wir mal mit einer Übung. Ja, ein ungefähr 2,10 Meter langes Theraband. Deswegen nehme ich es jetzt nicht doppelt. Wenn man es doppelt nimmt, ist die Übung immer schwerer, weil es dann schwerer zum Auseinanderziehen geht. Okay, gut. Wichtig ist, die erste Übung führen wir so aus, dass die Hände auf Brusthöhe sind, Ellbogen leicht gebeugt, Spannung am Theraband, Handgelenk kontrollieren wir und jetzt ziehen wir das Theraband auseinander. Genau, wir machen jetzt 15 Wiederholungen. Und atmen nicht vergessen. Immer wenn wir das Band auseinanderziehen, atmen. Man darf euch ruhig hören beim Atmen. Jetzt selber stecken. Jawohl. Soll vergessen mitzuzählen. Das ist ungefähr bei 8, 9, 10, 11. Der Verband auf Brusthöhe und mit den Armen oben bleiben.
nicht bei 13, 14 und 15. Dann nehmen wir das Theraband, geben es hinter unseren Rücken, unter unseren Schultern hindurch. Jetzt ist wichtig, dass ihr das Theraband etwas enger greift. Ja, weil ihr hier da vorne das Hals ist die Übung etwas schwierig zum Durchführen, also enger was. Die Hände seien näher bei der Brust. Sechs ist ihr selber, ihr nehmt das Theraband zwischen Zeigefinger und Daumen und zieht jetzt nun das Theraband nach vorne. Auch da wieder schauen, was wir stabil sind im Handgelenk. Wenn es euch zu leicht ist, dann seid ihr noch zu weit vorne. Ja, also jetzt wirklich weiter nach hinten und auch da wieder 15 Wiederholungen. Ellbogen nicht ganz durchstrecken. Und beim Ausatmen gehen wir mit der Bewegung nach vorne. Und lasst mit den Schultern tief. Genau. Neutraler Rücken, Kopfverlängerung der Wirbelsäulen, schaut natürlich in den Boden hinein. Schaut wirklich mit dem Blick nach vorne. Und wir haben, glaube ich, 8, 9, 10 und haltet durch. 11, jawohl, 12, 13, 14 und ein letztes Mal. Jawohl, super. Bei der nächsten Übung gehen wir das Theraband nur unter unseren Oberen durch, stehen wir kurz auf und das Theraband ist jetzt unter unseren Oberschenkel. Jetzt überkreuzen wir unser Theraband, schaut, dass ungefähr beide Seiten gleich lang sind. Wir umwickeln das Theraband jetzt noch einmal und unsere Hände klemmen jetzt dann bei unseren Daumen und Zeigefinger ein. Ist einfach feiner, dass es uns das Theraband wieder rauskommt. Gerade Rücken, bei gerade Rücken, Verlängerung der Wirbelsäule, unseren Kopf beachten. Und dann gehen wir mit angespannter Bauchmuskulatur, Bauchkörper zieht nach innen, nach oben, Schulter tief. Und wieder ausatmen, wenn wir nach oben gehen. Und schaust, dass nicht das Theraband unten nur genug hängt, sondern wir wieder Spannung am Theraband haben. Und Handgelenk unten kontrollieren. Achten muss, aber wir machen die Übungen wieder richtig von der Ausführung und deswegen erkläre ich es euch einfach etwas genauer. Wir haben 10, glaube ich, 11, jawohl, der spürt sich schon ein bisschen, darf ruhig ein bisschen brennen, 12, 13, 14, 15, super seid. Sehr gut. Dann können wir wieder unsere Handgelenke zwischendurch ruhig ein bisschen ausschütteln. Lasst das einmal hängen. Wenn es an eure Handgelenke, kreist eure Handgelenke in beide Richtungen. Wenn ihr die Arme spürt, schüttelt es aber auch nochmal zwischendurch aus. Ist immer ganz fein, ist ein bisschen Pause zwischen den Übungen. Die letzte Übung. Theraband. Gehen wir jetzt unter unseren Füßen hindurch. Schaut, dass es gut fixiert ist. Genau, mit einem guten Stand auf dem Boden. Machen wir jetzt noch was für unseren Bizeps. Das ist der Muskel, den wir abbauen im Alltag, wenn wir unseren Einkaufskorb nach Hause stellen. Genau, für die Beugung ist dieser Muskel wichtig. Auch da wieder ein, das Theraband. Fest umschlingen, festhalten, aufrechten, Position nach oben ausrichten, Schultern lassen wir tief. Immer wenn euch auffällt, ihr seid vielleicht mit den Schultern oben, dann setzt diese bewusst nach oben und lasst diese fallen. Da sieht man oft den Unterschied, dass man vielleicht nicht ganz optimal sitzt. Die Übung führen wir jetzt wirklich so aus, dass wir uns vorstellen, wir sind eingegipst. Gell, beim Ellbogen. Der bewegt sich hier drin nicht, wir sind nicht dort außen, sondern eng am Körper. Und wir gehen jetzt mit dem Theraband nach oben. Auch da wieder führen wir die Bewegung so aus, dass wir
Bein oben, nach oben ziehen, ausatmen. Und stabil bleiben. Nicht zu schnell, also nehmen Sie mal lieber die Übungen genauer auszuführen. Konzentriert euch ein bisschen auf die Muskelgruppe, die ja auch trainiert ist in diesem Moment. Achtsames Bewegen. Jawohl. Ich glaube, das sind wir 10. 11, 12, 13, 14. Ein letztes Mal, super. Sehr gut. Danke fürs Mitmachen. Ich lasse es jetzt für heute. Geht es nochmal ein bisschen ins Cooldown. Und nehme jetzt mein Körperband nochmal zur Hand. Gib es in der Mitte einmal zusammen. Und strecke jetzt mal ganz lang nach oben. Und gehe zur rechten und zur linken Seite hinwärts. Wir lassen das Theraband trotzdem nicht durchhängen und warten. Natürlich wieder beide Übungen mit dazu. Und jetzt gehen wir im Rundrück langsam nach unten. Nehmen Sie das Theraband mit. Jetzt gehen wir über unsere Oberschenkel zu den Knien. Schiebeine dann bis zu den Zehenspitzen. Und dann wieder langsam nach oben. Rundrücken, Bauchlage, zieht nach innen. Als letztes nehmen wir den Kopf wieder in die gerade Position. Streckt euch nochmal lang nach oben. Schön tief im Rundrücken mit dem Theraband. Ein letztes Mal. Soweit ihr kommt, nach unten. Und dann wieder langsam nach oben.